Aus meiner Sicht ist, glaube ich, die heikelste Phase so die Anfangsphase, wo vielleicht auch manche Mütter noch nicht wissen, dass sie schwanger sind und noch nicht wissen, auf was sie aufpassen müssen und auf was sie nicht aufpassen müssen. Und dann gibt es eine Phase so um die 26. Woche bis zur 30. Woche, wo die Gebärmutter sehr viel arbeitet, wo die Mütter zum Teil aber noch sehr aktiv sind, wo man ein bisschen aufpassen muss, dass man doch zur Ruhe kommt, um nicht eine Frühgeburt hervorzuinduzieren. Frauen in der Schwangerschaft insbesondere ist ganz klar, kein Alkohol, keine Drogen, keine Zigaretten. Man sollte sich von Rohmilchprodukten fernhalten, das heißt keine unpasteurisierten Käse, keine unpasteurisierte Milch oder Butter, kein roher Fisch, kein rohes Fleisch, wenig Kaffee, wenig koffeinhaltige allgemeine Getränke.